Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes und Kommentare der letzten Tage. Ich habe mich sehr gefreut über die ganze Anteilnahme und eure ganzen netten und reflektierten, wunderschönen Antworten auf all die Videos. So, wir wollen heute Morgen mal reingucken, Montagmorgen, was das Leben so zu bieten hat, was so in den kollektiven Energien herumschwirrt und was ich euch mitteilen darf. Wie immer, es ist ein esoterischer Supermarkt und du nimmst dir nur das mit aus dem Regal, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und all das, mit dem du nichts anfangen kannst, lässt du einfach liegen. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier nichts findest bei mir, dann findest du vielleicht in einem anderen Supermarkt das, was du gerade brauchst. Ja, dann ist das so. Und jetzt schauen wir gleich mal rein, was wir hier so aus dem Heilorakel der Feen erfahren dürfen. Wir haben hier das Umweltbewusstsein, die nette Frau mit dem Falken und Eltern und Kinder. Die Karte habe ich ehrlich gesagt hier aus dem Deck noch nicht oft gezogen und noch die positiven Erwartungen. Oha, zwei sehr düstere Karten nach dieser einen sehr hellen Karte. Es kann sein, dass es hier zu Spannungen kommt, zu generationsübergreifenden Spannungen eventuell auch. Ja, es hat sich etwas aufgestaut. Hier ist Energie aufgestaut, vielleicht jetzt auch Energie, die sich vor Weihnachten aufgestaut hat, mit einem großen Päckchen von Erwartungen, die dahingehend sind, dass andere sich so verhalten, wie man selber es gerne hätte, wie es für einen selber positiv wäre. Wir haben es hier heute mit einer Energie zu tun, die sehr perfektionistisch ist, die sehr hohe Ansprüche an sich selbst und andere Menschen richtet. Es kann sein, dass du das bist, aber dass auch ein Gegenüber auf dich zukommt und sehr hohe Erwartungen daran hat, wie zum Beispiel Weihnachten jetzt zu verlaufen hat, aber es kann auch generell einfach sich auf andere Themen beziehen. Ja, also hier gibt es ein Spannungsfeld zwischen, vielleicht zwischen Generationen, vielleicht aber auch zwischen Familienmitgliedern. Und die Erwartung auf beiden Seiten ist, dass der andere doch erkennt, dass man Recht hat. Vielleicht gibt es auch niemanden, der in diesem Falle Recht hat, aber so ist so die Erwartungshaltung der Menschen, die jetzt dahinter sind oder die in diese Situation involviert sind. Wir gucken mal, was dein Herz kennt, den Weg dazu zu sagen hat. Wenn man hier auf sein Herz hört, was passiert dann? Du kannst nur dann etwas Neues in dein Leben einladen, wenn du zuvor etwas Altes loslässt. Was ist das Neue, für das du dein Herz jetzt öffnest? Was kann dir helfen, wieder in den Fluss des Lebens einzutauchen und ihm zu vertrauen? Ja, eventuell ist es tatsächlich so, dass Erwartungshaltungen hier losgelassen werden müssen, auf beiden Seiten, dass die andere Person gegenüber immer so ist, wie man sie gerne haben würde. Das bedeutet nicht, dass du deine Grenzen und Standards heruntersetzen sollst und dich dann mit jedem abgibst, sozusagen. Nein, du sollst schon wissen, welche Menschen du in deinem Leben haben möchtest und welche nicht. Aber es geht darum, dass du ihnen dann auch die Freiheit gibst, zu sein, wer sie wirklich sind, anstatt zu erwarten, dass sie sich für dich absichtlich verbiegen oder in eine Rolle schlüpfen, nur damit du nicht angetriggert wirst von ihrem Verhalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersherum. Wenn du irgendwo zu Besuch bist oder wenn du irgendwo eingeladen wirst oder Besuch empfängst, dann musst du auch keine Rolle spielen. Ja? Du musst es dann auch nicht allen Leuten recht machen, sondern darfst auch weiterhin du selbst sein. So. Es gibt da irgendeinen Ausspruch, ich weiß gerade nicht mehr, von wem er genau ist, aber es heißt sinngemäß, wenn du glaubst, dass du schon so schrecklich weit erleuchtet bist, ja, dass du schon so unglaublich weit bist in deinem Aufstiegsprozess, dann besuch doch mal für eine Woche deine Eltern. Und ich finde, an diesem Spruch ist eigentlich sehr viel Wahrheit dran, denn letztendlich ist es so, dass man in seiner selbstgeschaffenen Licht- und Liebeblase in seinem eigenen Zuhause selten die Gelegenheit hat, sich an anderen zu reiben oder sich an anderen abzuschleifen.
Und ja, wenn man dann wieder auf die Familie trifft, dann poppen all die alten, ungesunden Beziehungsmuster und emotionalen Verflechtungen wieder hoch. Und dann kann innerhalb von ganz wenig Zeit ganz viel an die Oberfläche zurückgespült werden, was man bisher verdrängt hatte, in der Meinung, dass man es bereits verarbeitet hat. So, wir gucken jetzt noch mal rein, was ich hier noch so zeigen möchte mit dem Seelenforscher-Orakel von Christine Lau. Und zwar haben wir hier das einfache Leben, auch gepaart hier mit dem Umweltbewusstsein. Vielleicht ist es einfach nicht notwendig, das volle Programm sozusagen zu Weihnachten zu fahren. Ja, es muss nicht überall Plastiklametta hängen. Es muss nicht jedes Plastikspielzeug gekauft werden, was man sieht für die Enkelkinder, sondern es darf wirklich einfach und besinnlich sein, denn meistens sind die kleinsten Sachen die schönsten Dinge. Dann haben wir hier noch den Nebel. Es gibt noch Unklarheiten. Warte ab, bis der Nebel sich lichtet. Vielleicht gibt es hier wirklich generationsübergreifende Probleme, auch was dann die nächste Generation angeht. Also wenn du jetzt selber Kinder hast und deine Eltern oder Schwiegereltern wollen deinem Kind dann irgendetwas schenken, von dem du wirklich nicht möchtest, dass es das bekommt, dann muss das auch kommuniziert werden dürfen. Denn letztendlich ist es jetzt deine Verantwortung, für dieses neue Leben Sorge zu tragen. Und das darf auch respektiert werden. Also es kann auch sein, dass es darüber so zu Spannungen kommt. Wenn du selber in der Position bist, eine Großmutter oder ein Großvater zu sein, dann spüre auch du immer wieder in dein Herz hinein, wie es dir gehen würde oder wie es dir früher ergangen ist, wenn über deinen Kopf hinweg entschieden wurde als Eltern oder als junge Eltern, ja. Hier darf sich also noch etwas lichten. Lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig und vor allen Dingen es nicht persönlich nehmen, wenn eine Geschenkidee zum Beispiel abgelehnt wird. So, gucken wir noch mal weiter. Da kamen gleich zwei, dann nehmen wir die doch so. Ja, das hier ist die Karte. Die Frage dich, was würde die Liebe tun? Ja, wenn du dein Enkelkind liebst, na, um bei dem Beispiel zu bleiben, musst du dann seinen Eltern auf den Keks gehen, nur um deinen Willen durchzusetzen und dieses Geschenk unbedingt zu machen? Oder ist es auch möglich, das Kind so zu beschenken mit Liebe und Achtung und Anerkennung und einem friedlichen, fröhlichen Weihnachten, anstatt irgendwie Streit wegen Nonsens ins Haus zu bringen? So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir noch die Verspieltheit. Sieh das Leben als Experiment. Alles ist nur eine Erfahrung. Und wie wir sehen, geht es vor allen Dingen wieder darum, sich immer und immer wieder zu fragen, wie man noch mehr aus der Liebe heraus handeln könnte und etwas weniger aus dem Ego heraus. Wir alle haben da unsere Lernaufgaben und uns werden ja immer wieder Möglichkeiten geschickt, auch damit umzugehen, umzuschauen, was können wir tun. Wenn du dich fragst, was würde die Liebe machen, dann geht es dabei auch darum, dich zu fragen, was du mit dir machen lässt. Ja? Du selbst hast es in der Hand, ob du dich mit Menschen umgeben möchtest, die immer und immer wieder ganz klar nicht liebevoll sind und immer wieder ganz klar deine Grenzen überschreiten. Weil hier geht es darum, wirklich alte Gewohnheiten und alte Muster ein für alle Mal zuerst zu erkennen und dann auch den Willen zu entwickeln, etwas zu verändern, wenn du wirklich etwas verändern möchtest in deinem Leben. Niemand von uns ist gezwungen, in einer Art Opfermodus zu bleiben. Du kannst von dort aus, wo du jetzt bist, lernen, neue Stärken, Gewohnheiten und positive Ausrichtungen in dein Leben einzubauen. Eigentlich sollte dir niemand im Weg stehen, etwas Neues zu beginnen. Und wenn da jemand im Weg steht, dann ist es an der Zeit für dich, dir eine Auswegs, Strategie, eine Exit-Strategie, eine Ausgangslage zu schaffen, in der du wieder die Möglichkeit hast, vorwärts zu schreiten in deiner Entwicklung. Das wollte gerade so als Nachsatz wohl noch mit dazu. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen und hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich sehr. Wer mag, darf gerne ein Däumchen nach oben geben oder kommentieren.
Du hast auch die Möglichkeit, mir eine kleine Spende dazulassen, hier unter dem Video oder Kanalmitglied zu werden. Wenn du magst, kannst du auch gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann später nochmal sehen oder morgen. Gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.